Unser Standard-Webschwenk, den wir eigentlich immer von jeder Kamera machen, ganz bewusst bei uns immer, weil es gibt ja schließlich nicht immer dieselben Wetterbedingungen. Und entsprechend machen wir hier einmal eine Tageslichtaufnahme, schalten nun in den Bereich von Schwachlicht. Man merkt, das Licht geht aus, die Kamera regelt nach, das Bildrauschen setzt schon jetzt deutlich ein. Man sieht es unten im Gras, man sieht es aber auch in den feineren Strukturen und wir schwenken wieder zurück. Und wenn man jetzt hinten auch sieht, da haben wir alle Farbpaletten dabei.